Deutschrap retten. Nun gut. Die Leute rufen, Boss, come back. Na gut, da gibt es halt noch mal ein Boss-Comeback. Meine Damen und Herren, hiernach vergessen Sie alles, was Sie die letzten Jahre in diesem Sauerhaufen Deutschrap miterleiden mussten. Sie werden geblitzdingst. Ach, Freunde, ist es schon wieder Zeit für die nächste Folge mitten im Boss-Life, spitten im Spotlight? Ja, da würde ich mal sagen, rein in die Masse, viel Spaß. Ja gut, der selbstzufriedene Egozentriker, Kollege, der absolute Überboss, ist natürlich generell eher, sagen wir mal, auf Faden unterwegs, wo er sagt, er wirtschaftet eher in die eigene Tasche. Aber er hat ja auch immer wieder seine Gönjamin-Anfälle und dann hat er die Spendierhosen natürlich an. In dem Falle gab es wieder was for free. Und alle waren happy. So, Freunde, das war jetzt alles lustig und Comedy in letzter Zeit, aber jetzt ist auch mal wieder Schluss. Jetzt reicht's. Jetzt werden wieder Ansagen gemacht. Jetzt werden wieder Hausbesuche gemacht. Und da gibt's eine volle Packung. So, dann sind wir mal shophaft unterwegs, da wollen wir mal sehen. Unser erstes Ziel ist geortet, wir sind auf dem Weg gleich da. Zwei schöne Boxen gibt es nämlich kaum noch. Einmal die Free Spirit und einmal die Monument, also was ganz Besonderes, die damalige Deluxe Box. Und natürlich noch ein paar schöne feine Klamotten. Wir haben es jetzt hier mit dem Matthias zu tun. Mit dem Matthias? Ja. Wir schauen mal, ob er da ist. Matthias, bist du's? Ja. Wir kommen mal eben hoch. Matthias, grüß dich, mein Lieber. Hoher Besuch vom Boss. Jawohl, wir sind spontan vorbeigekommen, weil du bist einer der Box-Vorbesteller. Ja, richtig. Und für diese Treue und Support haben wir gedacht, bringen wir dir schon mal so ein kleines Aperitif, ein kleines Gönnermi-Geschenk vorbei. Super, dich mal in live zu sehen. Wir hätten jetzt aber nicht gedacht, dass du noch aufmachst. Wir standen ja fast 10 Minuten vor der Tür. Warum hast du lange gebraucht? Ey, ich habe noch telefoniert gerade und mir auch Essen gemacht, noch, weil ich eigentlich noch am Arbeiten bin. Wir wollten gerade wieder abhauen und hast du noch den Super betätigt. Nice. Wir haben ein bisschen was dabei. Wow, das freut mich. Ich bin super aufgeregt. Ich habe deine Videos gesehen, ich habe direkt die Box vorbestellt. Nice. Wir sind ja gerade mitten in der Promophase und müssen da alle zusammenhalten, dass wir nochmal den Deutschrap retten. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du einfach vorbeikommst. Oh. So, für Matthias schreiben wir drauf. Und dein Handy, jetzt können wir es hier aufnehmen. Wie gibst du mir dann mal ein Foto davon? Wir sehen uns wieder. Danke. Und wir gehen weiter auf unserer Mission. Ey, super, danke. Hau rein, mein Lieber. Ciao. Danke, ciao. Aber was haben wir noch Sträuch erwischt, ne? Ein paar klappern wir noch ab, oder? Ja, sicher. Ist doch schönes Wetter heute. Auf jeden Fall, da müssen wir nutzen. Ist das der Majo? Ja, da ruft der gute Majo an. Jo, Bruder, was geht? Jo, Bruder, was geht? Was machst du? Ich bin unterwegs in Düsseldorf. Ehrlich, was machst du denn da? Ich bin auch gerade in Düsseldorf. Ja, nice. Ey, da musst du eigentlich dabei sein. Ich besuche gerade wieder Fans. Kennst du noch von damals shophaft unterwegs? Ja, Siggi, ja klar. Wo man da bei den Leuten vorbeigekommen ist, das mache ich gerade wieder. Ich habe gerade den ersten getroffen. Ja, komm doch dazu, da freuen sich die Strolche. Ja, schick Standort, Bro. Ich mach mich jetzt auf den Weg. Okay, Bruder, schick dir mal die nächste Adresse. Das sind jetzt alles Vorbesteller von der neuen Box vom La Deutsche Vita Album. Stark. Weißt du, und vielleicht haben die da ein paar Sachen noch nicht, da kriegen sie das vorbei. Und zumindest mal was mit einer Signatur ist auch nicht schlecht. Ja, klar. Und mal einmal den Boss den kräftigen Händedruck schütteln. Stark. Ist natürlich auch ein Lebensziel von vielen. Ja? Thorsten, bist du das? Ja. Mach's mal kurz auf. Wir müssen auf jeden Fall breite Schultern haben, die Tür aufzudrücken. Komm mit. Ist der Thorsten da? Ja, ich bin's. Mann, wie geht's dir? Alles klar? Ja. Ich muss mir mal bei einer Sache weiterhelfen. Wobei? Ich such den Koll überall. Ja. Ich finde den nicht und ich habe gehört, der soll sich hier in der Gegend rumtreiben. Ist der nicht mit Asche am Pumpen?
Nee, Jim war ich schon, habe ich dann auch nicht gesehen. Ja. Und ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie, deine Adresse habe ich bekommen vom Boss auf Job. Ja, ich habe mal wieder vorgestellt. Genau. Und die haben gesagt, versucht doch mal einfach, vielleicht hängt der hier oben, weißt du? Ja. Nee, ich habe leider bis jetzt nicht gesehen. Wir sind doch eben erst vor 20 Minuten nach Hause gekommen. Guck mal, wer da kommt. Ach, Marjo, du auch hier? Da bist du, siehst du. Ich bin mit dem Thorsten verabredet. Hatte ich doch recht gehabt. Du auch? Ihr kennt euch? Ja, wir kennen uns. Das gibt's doch nicht. Thorsten, mein Lieber. Marjo, servus. Hey, alles fresh? Ich bin gerade. Du warst einer der Box-Vorbesteller. Ganz genau, mal wieder. Schon länger dabei? Ja, der Legacy und hängt alles rum. Seit wann? Ja, als er damals rauskam. Also ich bin damals tatsächlich leider erst bei King dazu gekommen. Ja. Und bin ja auch schon ein paar Jährchen älter, aber ich mag es halt. Ja, das war die damalige, das war die goldene Zeit damals 2014, ja. Und die wollen wir jetzt wieder aufnehmen lassen. Ja. Deswegen haben wir ein neues Album jetzt in den Startlöchern und wollen Deutschrap retten. Ich habe auch heute schon fünfmal über schon fünfmal gehört. Mach das alle auch. Der Thorsten pumpt das fünfmal am Tag mindestens. Wir müssen da ankämpfen gegen diese Algorithmen. Die haben sich nämlich gegen uns verschworen. Aber muss man jetzt richtig reinigen, was du deswegen Thorsten. Weil du so ein treuer Supporter bist, wahrscheinlich hast du die teilweise schon, aber immerhin, jetzt diesmal mit Signatur. Beide, ja. Aber ist egal. Hast du schon, egal. Dann verschenkt die anderen und kriegst auf jeden Fall jetzt noch hier mit einer Signatur als Erinnerung. Ich habe gehört von da unten, ist ja mit Aschepumpe. Ja, hab ich mir gedacht, ne? Also 24/7. Ja, jetzt habe ich eigentlich alles komplett. Ich durfte schon Farid treffen, ich habe Casey und jetzt endlich. Echt, wo hast du den Farid denn getroffen? Den habe ich in Duisburg, das war von Merkur oder so, von Autogrammstunde. Ja, so. Aber krass, da haben wir ja wirklich den wichtigen, ein wahrer Supporter. Kommt auf die Touren, kauft voll, die Boxen. Haben sie dann auch schon mal verdient. Verdient, genau. Die. Mittlerweile 47. Also bitte schön. Viel von Herzen. Vielen Dank. Du stellst ihn mit. Das war's gut. Vielen Dank. Ja. Ciao. Tschüss zusammen. Ciao. Danke. Hat uns gefreut. Macht's gut. Dankeschön. Alex, da willst du ja auch nicht mit leeren Händen gehen. Nee, ich hab gesagt, ich hab den Boss gesehen. Ey. Direkt Auto da geparkt, stehen gelassen. Scheiß drauf auf alles, ey. Komm, schreib du auch noch drauf. So. Alles klar, mein Lieber. Also, vielen lieben Dank. Nimm mit. Immerhin, Bruder. So, wir versuchen es jetzt noch bei einem weiteren Florian. Und zwar ist das hier um die Ecke. Hurra, hurra, der Boss ist da. Aber das ist auch, weil ich meinen Fans immer sage, hockt nicht so viel zu Hause rum, geht raus, rein in die Masse, zockt nicht so viel. Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Jungs bei so einem Wetter auch nicht zu Hause rumsitzen. Nee, alles richtig gemacht. Ich bin mit dir im Foto. Hallo, wer bist du denn? Daniel. Alles gut? Danke. Und bei dir, Bruder? Nee, danke. Na gut, der Boss war stets ein volksnaher Mann. Na, damals shophaft unterwegs, immer Spaß gemacht, bei den jungen Burschen mal vorbeizuschauen. Manchmal waren auch ein paar Mädels dabei. Na, das war immer... Ja, das war schon fein. Ja, und bei so einer loyalen Fanbase, weißt du, die da immer noch die Boxen bestellen, als wären es warme Semmeln, gehen die ja weg. Da kann man ruhig mal bei dem einen oder anderen Vorbesteller vorbeischauen und so ein kleines Aperitif, so ein kleines Vorabgeschenk schon mal vorbeibringen. Ne? Also das ist hier Alpha, das ist hier eine Hand wäscht die andere. So, Freunde, da sind wir wieder unterwegs, shophaft. Wie gestern auch schon, aber heute sind wir in einer anderen Stadt. Da dachten wir, nehmen wir die Gelegenheit wahr und besuchen auch hier mal ein paar Strolche. Wir sind heute in Hilden unterwegs. Wie würdest du reagieren, wenn der Boss vor deiner Tür stehen würde mit Geschenken? Ich wäre aufgeregt, Boss. Das wäre für mich das Tollste, sie einmal live zu sehen. Und was wäre so das Geschenk, was du dir wünschen würdest? Vielleicht mal was zum Anziehen. Oder eine Rückhandschelle, Fremde. Danke, Boss. So, und unser erstes Zielobjekt heißt wieder mal Florian. Ach, der Flo. Von tideflo.de ist jetzt die Frage. Ne? Wir hatten letztes Mal ja schon zwei Florians dabei. Keiner davon war der tideflo.de. Schade. Der alte Hurensohn. Ja, der Boss am Apparat. Ja, hallo, hier ist Florian von tideflo.de. Wir waren zum Interview verabredet. Florian!
Das wird er schon sein. Frederik, du stellst dich einmal vor und sagst, was hier Sache ist. So. Oh, bitte schön. Du kündigst den Boss an, ja. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir würden gerne einmal zum Florian. Natürlich. Das sind Sie. Hervorragend. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Den Boss höchstpersönlich. Florian, grüß dich. Alles klar bei dir? Ja. Du hast die Box nämlich bestellt und deswegen bist du einer unserer Gewinner heute und kriegst noch eine Box, nämlich eine ganz seltene. Und ein paar Klamotten haben wir dir noch mitgebracht. Und das Ganze auch noch mit einem schönen Autogramm vom Kolle. Freust du dich bis jetzt? Ja, ich bin gerade. Ich stürme dich gerade. Wächst. Ja, ich, nee. Was hast du gemacht gerade? Ich habe nur ein bisschen Unterricht geplant. Ach so, du bist Lehrer? Ja. Welches Fach? Italienische und katholische Religion. Ah, okay. Ave Maria und so, ne? Ja. Haben wir auch schon mal was mitgemacht. Bitteschön. Dann wollen wir gar nicht länger stören, sonst hätte ich gesagt, kriegt man noch einen heißen Haffi bei dir drin, aber komm. Ja. Du hast zu tun. Du hast zu tun. Ne? Da wünschen wir dir viel Erfolg. Vielen Dank. Dann euch auch, ja, schönen Abend. Dir auch einen schönen Abend. Danke. Florian, wir sehen uns. Ja, Frederik. Früher, als wir das gemacht haben, da wurden wir auch hier und da mal noch mal eingeladen zu einem heißen Haffi. Aber gefreut hat er sich. Gefreut hat er sich. Aber den Menschen fehlt das Grundvertrauen. Na klar, heutzutage, Boss. Ja, weil es harte Jahre waren, aber das ändern wir jetzt. Ganz genau. Wir fahren jetzt nach Mettmann. Oh, okay. Zum Oliver. Oh, der Olli. Oh. Herr Bosnier, würden Sie sich bitte anschnallen? Ach, ganz vergessen. Jungs, ihr macht mir mit eurem dicken Bäuchchen da noch die Gurte kaputt. Ach, ich bin doch angeschnallt. Ich hab abgenommen, Boss. 13 Gramm. Was hast du gemacht? Hast du dir ein Ei amputieren lassen oder was? Der wird Augen machen, der Strolch. Der soll mal einen Haffi rausrücken. Ist das der Olli? Frag mal, ob der Olli hier bekannt ist in der Nachbarschaft. Der Oliver. Entschuldigung. Ja? Sie sind nicht der Oliver, nee. Kennen Sie den Oliver hier? Panenski? Oder? Ja, genau, der Oliver Panenski. Herrlich, da haben Sie uns geholfen. Gerne. Schicken Tag, junge Dame. Ebenso. Sieht ja schick aus, was Sie anhaben. Vielen Dank, das ist mein Frack. Frederik, da hast du auch mal ein Kompliment bekommen von einer hübschen Dame. Hm? Wirklich. Hier auf dem Privatparkplatz, Boss, oder? Genau. Immer schön auf dem Privatparkplatz parken. Ach, guck mal hier vom Asche. Das habe ich mal anfertigen lassen. Oh. Boah, im 50-Style. Ja, Mann. Junge, Junge. Das sind lauter so Raritäten, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Frederik, du checkst die Lage. Selbstverständlich, Boss. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Wir würden gerne einmal zum Oliver. Er hat Besuch vom Boss. Für ihn. Olli! Der ja. Boss ist an der Tür. Der Boss? Ja. Ach, da ist der Frederik. Hi, Olli. Hi, Boss. Hi, grüß dich. Hallo, Boss. Ich wollte dir kurz noch was vorbeibringen. Ja. Weil du einer der Boxkäufer bist. Ja, richtig. Haben wir für dich noch eine von diesen Raritäten. Ah, geil. Hier? Wir stören gerade nicht, oder? Nein, nein. Auf keinen Fall. Super. Ach du meine Güte, ich bin vollkommen überrascht. Frederik, gib das dem Olli, wa? Ach, danke, Frederik. Vielen Dank. Natürlich, sehr gern. Kommen wir irgendwann anbieten. Einen heißen Haffi? Nice, na endlich mal einer. Ja, wir haben schon fünf Leute besucht und keiner hat uns reingebeten. Einen heißen Haffi. Wir sind langsam müde. Komm, da gehen wir einmal rein. Oder lieber was anderes. Nee, immer gerne einen schwarzen Haffi. Da sind wir immer gerne dabei, auf jeden Fall. Er hat einen langen Tag, wir sind ja gerade viel beschäftigt. Boah, da bin ich jetzt ein bisschen baff. Ja, du bist natürlich überrascht. Jahrelang Supporter und dann steht auf einmal der Kollege. Ich soll sitzen da auf einmal bei mir nicht zu Hause. Alle so. Drei Köpfchen? Kann ich auch der noch Butler würde einen nehmen auch mal. Ne? Seid ihr schon lange hier? Wohnt ihr schon immer hier? Seit 2000. Nee, 99. Und, er will sich nicht setzen? Das ist der Butler, der darf ja nicht sitzen. Ach so, okay. Das ist der Frederik, der steht gerne. Ach, der steht gerne. Der hat zurzeit den Fuß gebrochen, deswegen umso mehr Sitzverbot. Muss er stehen. Der steht 1A da in der Ecke wie eine Stehlampe und bewegt sich keinen Millimeter. So muss es sein. So einen Prominenten hatten wir jetzt hier auch noch nicht. Das macht ja auch sonst keiner, dass man einfach mal bei den Leuten klingelt.
wie in den 90er Jahren und guckt, ob die gerade. Ja, so ein Hase Kerkeling, den hätte man das nur zugetraut. Ne? Ja, lass stimmt. Der auf einmal noch vor der Tür stehen ja, oder so. Ja, ne? Das war schlimmer, dann macht der sowas auch. Ja, ja. Sehen Sie, Boss, das ist auch Samba in Mettmann. Ja, das ja, genau. Richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. Richtig, richtig, Frederik. Ah, ein schöner Heißer. Zum Wohle. Ja, für den Boss muss schon mal ein Panoramamodus sein. Ja, muss. So. Prima. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank für die Bewertung. Wunderbar. Ihr super. Lieben, macht's gut. Vielen Dank. Bis bald. Wir sind froh, wenn wir einen heißen Hafi kriegen. Ciao, macht's gut. Das war ein exzellenter heißer Hafi. Also nochmal Grüße an die Paulinskis, die uns hier wirklich gastfreundlich empfangen haben. Ja, können wir demnächst mal wieder machen. Ich sag mal so, bestellt euch doch einfach die Box vor. Wer weiß, vielleicht kommen wir bei euch ja auch mal vorbei. Jetzt muss es aber weitergehen, Frederik. Ab ins Studio. Jawohl, was? Ach, Frederik, da bist du ja schon wieder. Master Bosnia. Oh, was machst du denn da? Die Herrschaften haben sich ein feines Quagga-Mark-Dessert gewünscht. Ich muss halt für die Proteine der Herrschaften sorgen. Oh ja, die sind gut, wa? Die sind wirklich gut. Vorzüglich, oder? Vorzüglich. Ich muss ja, Nummer 1 braucht seine Proteine. Und der Boss kann auch was gebrauchen. Die Nummer 1, ey. Ja, ich bin ja relativ neu im Team, ne? Die Nummer 1 ist schon krass. Wie findest du die Nummer 1? Über die Nummer 1 lasse ich kein schlechtes Wort kommen. Oh. Die Nummer 1 ist ein topfeiner Kerl. Ja, also über die Nummer 1 wird hier nicht schlecht geredet. Oh. Aber dieser Masri, das ist ein ganz, ganz falscher 50. Ein ganz falschen 50er ist das. Ein falschen 50er? Falschen 50er ist das. Der schummelt. Das ist ein Betrüger. Ich habe den schon mehrfach erwischt. Das ist ein Betrüger. Der schummelt. Ja. Der schummelt beim Dart. Beim Dart? Der schummelt beim Dart. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Das ist ja echt krass. Ja. Hast du den Jungs hat denn jetzt schon mal gesagt? Aber keine Sorge, da wird sich drum gekümmert. Da wird sich drum gekümmert. Leider kann ich mir noch nicht ausreichend Gehör beim Boss oder bei der Eins verschaffen. Aber die werden es erfahren. Die werden es erfahren. Ja, okay. Das muss sein. Die Herrschaften, die Proteine sind angerichtet. Ja, der Boss und die Nummer 1 sind natürlich nicht schlecht im Dartspielen, aber leicht haben die es natürlich auch nicht gegen mich. Ne? Ich habe da schon ein bisschen Erfahrung und hau da die Dartpfeile Richtung Bullseye, Triple 20, Triple 19, Double Out und dann fertig die Geschichte. Wir haben ein Battle Friends. Leute, es tut mir ja leid, ne? Das kann es doch wohl nicht sein. Das ist einfach die Routine. Das kann es doch wohl nicht sein. Das ist Muscle Memory, weißt du? Das ist einfach immer. Ich glaube das alles gar nicht. Ja. Maskri ist mit Abstand der schlechteste Dartspieler, mit dem ich je gespielt habe. Und irgendwie gewinnt der. Ich weiß nicht, der Typ hat mehr Glück als Verstand. Wen willst du denn haben? Leute, heute wird's anspruchsvoll. Ihr macht zwei Berliner Giganten, Luciano und Ufo. Oh, ja. Ufo gegen Luciano soll's also sein. Bitteschön. Da muss man wirklich sagen, das sind von den Neueren, die auch noch richtig abgehen, auch nochmal zwei Namen, die, wo man sagen kann, die haben einen Rap-Superstar-Status. Trotzdem Stöckelschuh rumgehampelt da und teilweise, mein Gott, alles gut und schön, aber das, da kann man sagen, ne? Deutschrap, das ist auch Deutschrap hier ein Aushängeschild, würde ich schon so sagen. Was soll ich euch sagen? Wir haben wieder ein Battle, Friends. Heute ein Berliner Battle. Fufo 361 gegen Rusticalo. Let's go! SUV Visa, Doppel-Cheeseburger ohne Cheese. Fülle den Streams, der Loco bleibt ein Schießer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kommt von nix,
Wichser zu einem Gerichtssaal, zu einer Visa-Card. Coco Duff, Loco Squad, ja. Spiel das Spiel mit dem Krokodil, sieh wie du füllst, sehr Horoskop. 10 von 10 von 10 von 10 sind immer auf Coca. Check der Booty mit Bella wieder locker. Ja, ja, schon wieder Stress mit Neidern. Fahre die Mist in Zayat, danach verwischt ihr Kajal. Stein wie der S am Zeiger. Sie wird gesmashed im Hayat. Go, go, rest in rest für Chayas. Du läufst in Friendly Fire. Okay, ja, ja. Mach mal Autotune an. Ey, mach mal den Beat anders mit 808. Das ist scheiße, hier ist besser jetzt. Ecstasy-Pills. Ich zähl die Münzen in dem Fiat auf dem Weg Richtung Beverly Hills. Ja. Wenn es so weitergeht, dann wird heute Abend noch ein Rapper gekillt. Stay high ist das Label, stay high ist mein Leben. Iced out ist die Kette, drip drip, als sei ich ein Regen. So ein Battle, das möchtest du? Sag deiner Gang, mach die Köpfe zu. Hol alle, du kennst, ich trete dir den voll in die Eier rein mit meinen Stöckelschuhen. Du kommst immer all black, gut, soweit es halt Richtung dein Ende geht. Wollt euch dein Ufer über den Man in Black kommt wie bei Independence Day. Ich trip im Mendeley, mit Bitches im Mendeley. Wir schauen dein Video an, Junge, lachen dann kurz und sippen den Tangeray. Lass dir die Korken knallen und es spritzt bis an die Deckenhöhe. Drip, drip wie ne Gletscherhöhle, sick, sick wie Schrapper töte. Dein ganzer Drill geklaut, du bist ein großer Heuchler. Mit deinem Schnurrbart siehst du aus wie ein kubanischer Obstverkäufer. Jumpe von Level zu Level, als wär ich mein Terrier. Ich hab die cooleren Grills in der Fresse als du und coolere Feeds aus Amerika. Ich bin der fünfte Beatle, du hast Eis am Scheinen, doch ein Uppercut reicht. Lucy in the sky with diamonds. Ihr wisst Bescheid. Schade, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Zum Einschlafen noch einen heißen Kaffee und dann ab ins Bettchen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, Mann. Kleiner Ausblick gefällig? Nimm, hier, bitteschön. So, jetzt habt ihr aber schon ganz schön abgestaubt, wie ich in meiner Arbeitszeit. Jetzt tut uns allen aber den Gefallen, liebe Alphas, bestellt euch die Box vor.